Bitte, herein! Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals und Bein hoch. Wünsche ich auch. Sehr beeindruckend. Freunde, wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und... Da ist er! Lanju! Guter Versuch! Schneller! Verdammt! Er entkommt! Was macht ihr hier? Mir läuft doch nicht ab! Tempo, ich verliere ihn! Welch ein Köln! Schnell! Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilios Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung.
sind dabei. Gib ihnen was zu tun. Certo. Na warte, ihr könnt was erleben. Halt! Halt, ihr kleinen Schisser! Kommt mir nicht! Wenn ich euch in die Finger kriege, ihr seid alle tot! Halt, ihr kleinen Schisser! Ihr entkommt mir nicht! Halt! Halt, ihr Mistkerle! Na warte, ihr könnt euch leben! Euer kleines Kartenhaus stürzt zusammen, Emilio. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie. Es ist der Assassino, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konntet ihr so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja, wir haben gesehen, was dabei herauskam. Genug der Spitzen. Was genau wollt ihr, Carmo? Der Maestro hat ein Treffen angerufen. In 3 Tagen bei Santos de Arno. Sehr gut. Ich bin da. Falls ihr dann noch leben solltet. Wenn ihr einen wartet dann an. Da! Seta ist noch nicht da. Seta ist eine Festung. Wenn ihr das sagt, lebt wohl, Emilio. Cazzo, was, wenn er recht hat? Du, ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein, wenn es kommt, Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit. Stabilität. Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Zetta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio. Wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der 10. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen.